Ich habe jetzt was ganz Schlimmes gemacht, was mir eigentlich gegen den Strich geht, aber Kunde hat gesagt, das soll ich so machen. Und der Splint lässt sich hier nicht lösen, das Schloss selber ist angeschweißt und hier sollte ja dementsprechend ein anderes Rand, damit er dann Zylinder reinbauen kann, damit er das abschließen kann. Gut, er hat gesagt, ich soll das wegflexen, das habe ich jetzt gemacht hier oben. Hier unten soll ich das nachher auch noch wegflexen. Für ihn ist nur wichtig, dass da eben halt das abgeschlossen werden kann mit dem Zylinder. Ich hätte das Ganze jetzt hier auch rausnehmen können. Da das jetzt aber nicht mein Kunde ist, sondern ich das für jemand anders mache, ist es so, dass hier eben halt das andere Schloss drauf soll. Das hat mal irgendjemand gemacht, warum, wieso auch immer. Ich soll das so machen. Wer möchte das so haben, der Kunde? Also nicht, dass jetzt hier irgendwelche von meinen netten Leuten, die das alles lesen, sagen: Mann, ey, was hast du denn da jetzt gerade gemacht? Ey, das geht ja gar nicht. Also, das, was ich mache oder was ich mal ganz oft mache, ist, ich spreche das vorher mit dem Kunden ab und der Kunde sagt, er möchte das so haben und dann mache ich das so, wie der Kunde das eben halt sagt. Gut, jetzt kommt das Schloss davor. Ich muss das jetzt wieder vorschrauben. Dann kann danach ein Zylinder rein. Die andere Seite habe ich hier schon mal runtergenommen, aber das muss ich gleich nochmal ein bisschen berichtigen. Das Schloss sitzt dann nachher ja so vor. Genau. Und das mache ich dann mal eben. Und von der Seite sieht das dann praktisch so aus. Schau ich mal eben hier zu. Das kommt dann da gleich so ran, damit das dann geschlossen werden kann. Dann schließt das praktisch nur in diesem Bereich, ne? Wenn man das hier das anguckt. Aber das ist ja egal, ob das über die ganze Länge schließt oder nur darüber. Für ihn ist wichtig, dass seine Kinder da irgendwie nicht rauslaufen. Okay. In diesem Sinne mache ich mal weiter und dann schauen wir gleich nochmal eben. So sieht das Ganze jetzt aus. Wie gesagt, ich habe das hier oben weggeschnitten und hier unten auch. Jetzt zeige ich gleich nochmal von der anderen Seite. Der Zylinder ist jetzt nur provisorisch da drin. Der bleibt natürlich nicht so. Und dann schließe ich das mal eben ab, wie das auf dieser Seite hier ist. So sieht das Ganze dann aus. Und von dieser Seite. Das ist dann eben halt so. So, diesen sollte man auch in dieser Länge haben. Da muss ich das mal eben gleich gucken, wie lang der war. Was auf dem Karton steht. Ja, und dann kriegt der Kunde jetzt den gleichen Zylinder rein, wie er in seinem Haus hat und in seinem anderen Tor. Und dann kann er mit dem einen Schlüssel eben halt beides machen. Also, das hat schon mal jemand vorgebaut hier. Das war ich also nicht. Naja, ist abgeschlossen. Und das war ich nicht. Ich habe jetzt nur da eben halt ein anderes Schloss reingemacht und weil das hier nicht anders ging, hat der Kunde gesagt, ich soll das eben halt absägen. Gut, das war es dann soweit von meiner Seite aus und dann freue ich mich schon wieder auf mein nächstes Projekt.